Hallo ihr Lieben, hier ist Silke. Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Heute geht es mal wieder um Minimalismus beim Schlafen bzw. alternatives Schlafen. Ich hatte schon kürzlich dazu ein Video hochgeladen, ein Jahr Schlafen in einer Hängematte. Das verlinke ich euch oben in den Infokarten. In diesem Video berichtet mein 15-Jähriger unter anderem, wie es ist, in einer Hängematte zu schlafen und zeigt auch die zwei optimalsten Positionen für den Nachtschlaf in einer Hängematte. Da muss man nämlich einiges beachten, sonst kann man den Rücken schädigen. Mein Ältester hat letztes Jahr im April entschieden, er will mal ein Jahr lang in einer Hängematte schlafen, also zumindest bei uns zu Hause. Wenn er bei anderen Familienmitgliedern war, bei Freunden oder im Urlaub, hat er auch in einem Bett geschlafen. Und letztes Jahr hat er 2 Wochen eine wunderbare Schlafmöglichkeit gehabt. Wir waren 2 Wochen auf Sizilien. Er hat zwar in einem Bett geschlafen, das war so ein Klappbett mit Matratze, aber unter freiem Himmel in der Nähe vom Meer. Also wir hatten wunderbare Luft, einen wunderbaren Sternenhimmel. Das ist auch eine sehr entspannte Art zu schlafen, wenn man in der Natur bzw. unter freiem Himmel schlafen kann. Seit Sommer 2016 schlafen wir alternativ und haben unsere Schlafstätte minimalisiert. Ich hatte auch vor 4 Jahren ein Video dazu gemacht und ein bisschen darüber berichtet. Wir hatten bis dahin ein großes Holzbett, wir haben auch lange Familienbett praktiziert und ein Hochbett im Kinderzimmer. Dieses große Holzbett haben wir dann weitergegeben. Ich habe Kapokmatratzen bestellt und eine Hängematte. Und dann haben wir auf Kapokmatratzen geschlafen und meine beiden Jungs, die sind jetzt 11 und 15, die haben dann immer abwechselnd in der Hängematte geschlafen. Ich habe auch ab und zu in der Hängematte geschlafen, habe dann aber festgestellt, ich bin wirklich eher der Bodenschläfer-Typ. Also mir ist dieses Geschungel oder dieses Hängemattengeschungel, das ist mir nichts, da kann ich nicht so gut schlafen, aber ich kann sehr gut auf dem Boden schlafen. Also ich brauche diesen flachen, harten Schlaf, da kann ich sehr gut entspannt schlafen. Wie ist es dazu gekommen, dass ich dann von der Kapok-Matratze noch weiter auf den Boden runtergegangen bin? Wir hatten dann ein halbes Jahr später im Januar Besuch von einer Freundin mit 2 Kindern. Die haben unsere Kapok-Matratzen bekommen. Mein Ältester hat im Hochbett geschlafen, mein Jüngster auf so einer aufklappbaren Matratze aus Schaumstoff. Und ich habe einfach auf einer Yogamatte geschlafen und habe mir darüber noch so eine Kuscheldecke gelegt. Die habe ich dann so halbiert. Also habe die nochmal so doppelt gelegt und da habe ich dann eine Woche drauf geschlafen. Die ersten Tage war das schon hart, also von den Kapok-Matratzen, die eigentlich auch schon hart sind, auf dem Boden, das war wirklich hart die ersten Tage. Aber nach einer Woche habe ich gemerkt, dass ich total entspannt schlafen konnte. Und so bin ich dann auch dabei geblieben, habe sogar noch die Isomatte unter der Decke hervorgezogen. Also die brauche ich jetzt auch nicht. Manchmal schlafe ich auch auf einer Yogamatte aus Kork und Kautschuk. Die zeige ich euch später noch. Aber meistens auf dieser gestrickten oder gehäkelten Decke. Die ist übrigens schon sehr alt. Die hat eine Verwandte gestrickt. Da hat auch schon mein 15-Jähriger als Baby drauf gelegen tagsüber. Und ich hätte mal nie gedacht, dass das mal meine Schlafstätte wird. 4 Jahre Bodenschlaf, das ist wirklich ein sehr interessantes Experiment. Ich habe auch letztes Jahr ein Video veröffentlicht, Pro und Contra zum Bodenschlaf, wo ich mal die Punkte herausstelle, was für mich auf alle Fälle ein Vorteil des Bodenschlafs ist. Und für mich sind wirklich die 2 ganz großen Vorteile, dass ich auf dem harten Boden am entspanntesten schlafen kann und auch dieser Minimalismusgedanke, dass einfach kein großes Bett im Raum steht, dass ich mein Bett einfach zusammenrollen kann, ich kann das in die Ecke legen. Und ich kann sogar, wenn wir mit dem Auto unterwegs sind, mein Bett mitnehmen. Also das ist wirklich ein schöner Gedanke. Das heißt aber nicht, dass ich nie wieder in einem Bett schlafen werde. Das ist einfach jetzt ein Experiment. Ich experimentiere gern und bin einfach auch eine Praktikerin. Und ich kann jetzt zu diesem Zeitpunkt sagen, 4 Jahre Bodenschlaf heißt für mich, 4 Jahre einen sehr entspannten Schlaf gehabt zu haben. So praktizieren ich und mein 11-Jähriger aktuell den Bodenschlaf schon seit einer ganzen Weile. Und ich möchte euch mal zeigen, auf was wir schlafen. Das ist hier sozusagen das Bett in Anführungsstrichen von meinem Jüngsten. Und ganz unten drunter befindet sich eine Yogamatte aus Naturkautschuk und Kork. Darüber wieder befindet sich eine dünne Decke. Die ist auch hier in so eine Bettwäsche eingeschlagen. Die ist wirklich sehr dünn. Und darauf schläft mein Jüngster. Hier vorne ist sein Kopfkissen und seine Decke und so schläft er nach seinen Aussagen sehr, sehr entspannt. Hier schlafe ich und ich schlafe schon seit über 3 Jahren auf einer ganz dünnen Decke. Die ist wirklich nicht dick, die habe ich nochmal gefaltet. Die hat eine Verwandte von mir gehäkelt oder gestrickt. Ich kenne mich da nicht so aus und die Decke ist schon ganz, ganz alt, mindestens 20 Jahre. Und mein Ältester, der ist jetzt 15, der hat schon auf dieser Decke als Baby gelegen und
Diese Decke ist für mich eine sehr gute Begleiterin während meines Nachtschlafs. Ich kann da wirklich sehr, sehr gut drauf schlafen und ihr seht, das ist wirklich sehr dünn und mir fällt es gar nicht mehr auf, dass ich auf dem Boden schlafe. Sobald ich auf dieser Decke liege und so im Einschlafmodus bin, dahindämmere, fühlt sich das für mich total entspannt an. Es fühlt sich so an, als wenn ich in einem Bett auf einer harten Matratze liege. Ich habe viele Jahre ohne Kopfkissen geschlafen, auch noch im Bett. Und seit circa einem Jahr oder anderthalb Jahren nehme ich ab und zu ein Kopfkissen. Ihr seht, das ist recht klein und flach, weil ich es manchmal doch angenehmer finde. Ich habe in den letzten Jahren ohne Kopfkissen meistens dann, wenn ich gerade auf der Seite schlafe, dann so auf meinem Ellenbogen bzw. auf meinem Arm geschlafen, was ich auch gut, sage ich mal, verkraften kann. Also das ist überhaupt kein Problem für mich. Mein Arm schläft auch nicht ein, aber es ist doch ab und zu mal angenehmer, das Kissen zu nehmen. Und wenn ich dann mal nicht mit dem Kissen schlafen möchte, dann schiebe ich es einfach zur Seite oder lege es irgendwo auf einen Stuhl oder auf dem Sofa und schlafe dann einfach ohne Kissen. Jetzt zeige ich euch nochmal in Gänze diese Yogamatte aus Naturkautschuk und Kork. Auf diese habe ich glaube, letzten Sommer auch schon mal länger geschlafen. Dann lege ich einfach mein Kopfkissen auf die eine Seite, beziehungsweise wenn ich nicht mit Kopfkissen schlafen möchte, dann nehme ich das Kopfkissen aus dem Bezug und lege dann einfach das Kopfkissenbezug auf Kopfhöhe. Und dann kann man hier auch sehr wunderbar minimalistisch schlafen. Wenn ihr euch für diese geniale Yogamatte aus Naturkautschuk und Kork interessiert, dann schaut mal in die Infobox, beziehungsweise in den ersten angepinnten Kommentar. Da findet ihr einen Link dazu. Das Wunderbare an dieser Schlafmöglichkeit ist für mich auch, dass wir alles komplett waschen können. Also die Yogamatte jetzt vielleicht nicht, aber ich kann meine bunte Decke waschen, die wasche ich regelmäßig und auch die Decke, auf dem mein Jüngster liegt, also beziehungsweise den Bettüberzug, wasche ich regelmäßig und das ist ja bei einer Matratze nicht gegeben. Ein Zuschauer meinte mal, das Problem beim Bodenschlaf wäre das Einatmen von Staub. Dazu möchte ich aber sagen, dass ich hier den Boden regelmäßig säubere, also täglich staubsauge und wirklich auch jeden zweiten, dritten Tag wische, weil ich um diese Problematik auch weiß. Ich habe es schon in unserem Hängematten-Video gezeigt. Das sind alle Schlafutensilien, die wir benötigen. Hier unter dieser Decke mit dem Elefanten drauf sind unsere Bettdecken und Kissen, dann darüber die Unterlage von meinem Jüngsten, dann meine Unterlage und dann hier die Hängematte von meinem Ältesten. Also es ist eine große Platzersparnis, wie ihr seht, weil wir nur sehr wenig Platz für unsere Schlafsachen benötigen. Ihr habt gesehen, unsere alternativen Schlafmöglichkeiten bestehen aus einer Hängematte, Carbock-Matratzen, die wir allerdings aktuell nur für Gäste verwenden, einer dünn gestrickten Decke und einer Yogamatte aus Kork und Naturkautschuk. Ich setze euch die Links zur Hängematte, zu den Carbock-Matratzen und zu dieser Yogamatte unter dieses Video bzw. findet ihr die Links im ersten angepinnten Kommentar. Ich hatte ja schon im Hängematten-Video erzählt, dass wir auf einmal, als das Bett weg war, einen freien Raum zur Verfügung hatten, den wir früher wirklich nur zum Schlafen nutzen konnten oder um irgendwas abzustellen. Jetzt konnten wir die Hängematte abhängen, die Carbock-Matratzen zusammenklappen, in eine Ecke schieben und es wurde dann ein multifunktionaler Raum für verschiedene Tätigkeiten, für Sport, für Yoga. Die Kinder haben sich da zurückgezogen oder wenn wir Gäste hatten oder kleine Potlucks oder Brunch, die haben dann auch da stattgefunden. Und seit Dezember 2017 wohnt der Henry vom YouTube-Kanal Henry Lopp bei uns, ist unser Mitbewohner. Wir sind jetzt eine wunderbare WG und das wäre ja gar nicht möglich gewesen, wenn unser großes Bett noch darin gestanden hätte. Und wir schlafen alle alternativ. Der Henry, der schläft auf einer Matratze auf dem Boden, mein Ältester schläft im Kinderzimmer in der Hängematte und ich schlafe hier im Wohnraum
auf meiner Decke und mein Jüngster switcht immer zwischen Kinderzimmer und Wohnraum. Mal schläft er bei seinem Bruder und mal bei mir. Das ist jetzt so die aktuelle Situation. Das heißt aber nicht, dass wir immer so schlafen werden. Das wird die Zeit dann zeigen. Aktuell sind wir so mit der Situation Bodenschlaf, Hängemattenschlaf, Bodenschläfer, Luftschläfer sehr zufrieden und genießen auch die Zeit des alternativen Schlafens. Unter meinem Video Minimalismus im Schlafzimmer, welches ich vor 4 Jahren veröffentlicht habe, gab es auch viele Kommentare, die dafür kein Verständnis hatten. Zum Beispiel, irgendwann leben sie nur noch mit einem Karton, weil alles minimalisiert wurde. Also es ging ja damals nur um Minimalisieren im Schlafzimmer oder auch Minimalisieren im Bad, was eben diese ganze Kosmetik angeht, in Plastikflaschen. Wo bei uns zum Beispiel überhaupt kein Minimalismus herrscht, ist in der Küche. Das werde ich vielleicht auch nochmal irgendwann zeigen. Und es gab zum Beispiel noch einen Kommentar, zum Glück kam meine Mutter nicht auf solche hirnrissigen Ideen. Also so wird es auch von vielen wahrgenommen, dass so alternative Lebensweisen einfach hirnrissig sind. Ich habe mich kürzlich mit der Maria Kagiaki unterhalten. Sie hat mich für ihren Chlorophyll-Kongress interviewt. Und die Maria, die hat lange Zeit in Japan gelebt. Und das ist ganz normal, auf dem Boden zu schlafen. Da gibt es auch die Matten oder Futons oder Matten, ganz dünne Matten, die man so einrollen kann. Da ist das ganz normal. Also das ist nichts Krankhaftes, nichts Hirnrissiges. Und ich finde, solange meine Jungs wirklich dieses alternative Schlafen mittragen, ist das auch kein Problem. Wenn einer meiner Jungs jetzt sagen würde, er würde wieder ein Bett haben, dann bin ich natürlich die Erste, die auch darauf eingehen würde und ein Bett besorgen würde, weil ich bedürfnisorientiertes Bekleiden mit meinen Kindern praktiziere. Nochmal zum Chlorophyll-Kongress. Die Maria hat mich dazu interviewt, weil Chlorophyll ja auch so eine Leidenschaft von mir ist. Und Chlorophyll ist ja eine sehr lebensspendende Substanz, die wichtigste Substanz, die wir hier auf diesem Planeten haben. Ohne diese ist kein Leben möglich. Der Kongress startet am 12. August. Wenn ihr Interesse habt, das ist ein Online-Kongress, ein kostenfreier Online-Kongress, dann meldet euch da einfach an. Ich setze euch den Link dazu unter dieses Video, beziehungsweise findet ihr den Link im ersten angepinnten Kommentar. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen, die Inspirationen zum alternativen Schlafen. Hinterlasst mir gerne eure Gedanken und Meinungen dazu. Wie schlaft ihr aktuell, beziehungsweise wie würdet ihr gern schlafen? Was wäre eure Traum-Schlafstätte? Ich wünsche euch jetzt noch eine wundervolle Zeit. Lasst es euch gut gehen, ihr Lieben. Bis ganz bald.